In Südmähren gab es eine Reihe von Pfarrkirchen, die diesem Titel Aufnahme Mariens in den Himmel geweiht waren. Und sie haben zu diesem Anlass natürlich auch ihr Patrozinium, das heißt ihren Kirtag, gefeiert. So zum Beispiel in Höflein, in Daswitz und Groß-Olkowitz, um nur einige zu nennen. Dort war dieses Patrozinium Maria Himmelfahrt. Aber denken wir auch an die vielen Marienkapellen in unserer alten Heimat, Marienbildstöcke, Marienstatuen. Und ich denke, es wird wohl wenige Häuser gegeben haben in der alten Heimat, wo nicht auch ein Marienbild da war oder vielleicht ein Erinnerungsbild an eine Wallfahrt zu einem Marienwallfahrtsberg. Maria hat über Jahrhunderte die Kirche geprägt, die Glaubensgeschichte der Kirche geprägt. Und der Glaube an sie hat auch manche Menschen auf ihrem Glaubensweg bis heute geprägt, beeindruckt. Und nicht selten auch, ich sage so, starke Gefühle dann und wann ausgelöst. Denken wir nur an die Marienlieder, die uns sehr ans Herz gewachsen sind, wenn wir sie singen. Die glorwürdige Königin wie heute, Maria, wir dich grüßen. Oder auch segne du Maria. Und es sind nicht wenige, die auch bis heute junge Leute bei ihrer Hochzeit wünschen, das Ave Maria, ob von Bach, Gounod oder von Schubert oder von einem anderen Komponisten. Und wenn man dann in die Gesichter der Menschen schaut, auch bei einer silbernen oder goldenen Hochzeit, und es wird dieses Lied gespielt oder gesungen, da bemerkt man, wie so manche ergriffen sind bei diesem Lied. Wir aber auch an die vielen Marienbilder und Darstellungen. Freilich entsprechend den Idealen der jeweiligen Zeit wurde Maria dargestellt. Da war sie einmal die Königin, da war sie die Mutter oder vielleicht auch einmal das junge Mädchen, die sozusagen das eher aufmüpfig war, wenn wir an das Lied denken, das sie gesungen hat. Einen mütterlichen Schutz gesucht. Denken wir nur an die Schutzmantel-Madonna. So mag diese Darstellung sozusagen geistes-seelenverwandt sein mit der Schutzmantel-Madonna, unter der man viele Schutz hat. Und Menschen sahen in ihr eine Fürsprecherin, weil sie ja einen sicher guten Zugang zu ihrem göttlichen Sohn hat. Aber ich möchte drei Linien von Maria, drei Leitlinien, drei Kennzeichen herausgreifen, so wie es die Heilige Schrift uns überliefert. Da ist einmal Maria diejenige, die sozusagen bereit den Willen Gottes akzeptiert in ihrem Leben. Die, ich sage so, mit Demut sozusagen eine Veränderung in ihrem Leben wahrnimmt und ja dazu sagt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und das zweite, die zweite Leitlinie, würde ich sagen, ihre sozialkritische und ihre prophetische Kraft, wie wir es aus dem Evangelium kennen. Wir haben es heute gehört, wenn es heißt, er zerstreut im Herzen und er stürzt die Mächtigen vom Thron. Wie viele Throne der Hochmütigen, der Überheblichen, die Menschen und Gott Verächter waren, hat doch die Geschichte im Laufe der Jahrhunderte gesehen. Und die dritte Leitlinie, sozusagen das feine Gespür für jemand, der Hilfe braucht. Maria machte sich auf den Weg. So haben wir im Evangelium gehört. Wozu hat sie sich auf den Weg gemacht? Ihre Verwandte Elisabeth erwartet ein Kind. Die braucht Hilfe in der Schwangerschaft. Elisabeth war sicher dankbar für jeden Handgriff, der ihr abgenommen worden ist. Und bei der Hochzeit von Kana, wenn Sie sich erinnern, da bemerkt sie es, dass die Eheleute in eine peinliche Situation hineinschlittern. Der Wein ist ausgegangen. Und so sagt sie ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Und dieses Wort ist mehr als Information, das ist Bitte.
können in unserem Leben annehmen können, wenn manches in unserem Leben anders kommt, als es geplant ist, als wir es gewünscht haben. Vielleicht mit den Kindern oder in der Familie oder manche körperliche Leiden oder berufliche Enttäuschung. Zweite Leitlinie, die ich ableite von Maria, eben kraftvoll auftreten, wo etwas gesagt werden muss. Kraftvoll auftreten, wo nicht geschwiegen werden darf. Stellung beziehen in gesellschaftlichen Fragen. Auch widerständig sein, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht. Um die Menschenwürde. Um den Schutz der uns anvertrauten Schöpfung. Hier diese zweite Leitlinie. Und das dritte, die Hilfsbereitschaft. Maria musste nicht lange gebeten worden, um zu helfen. Sie hat es ganz einfach gespürt. War es nicht ein Kennzeichen der südmährischen Landsleute immer wieder, dass sie einander beigestanden sind? Wo es nach der Vertreibung galt, einander zu helfen. Nur dann und nur so ging es dann auch bergauf, weil sie zusammengeholfen haben, gespürt haben, da braucht jemand Hilfe. Und da denke ich auch an die eigene Familie. Wie mein älterer Bruder als Elektriker begann, sich selbstständig zu machen. Da hat der Jüngere in seiner Freizeit selbstverständlich unnützig geholfen, uneigennützig geholfen. Und als dann der Junge begonnen hat, sein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen, da hat ihm der Ältere geholfen, soweit es ihm möglich war, dieses Haus eben zu bauen. Und so schauen wir heute bei diesem Fest auf Maria. Sie ist nicht nur die Königin, wir sie besingen, sondern sie ist auch die Frau aus dem Volk, wie wir es gesungen haben in der dritten Strophe. Und so können diese Leitlinien der Gottesmutter Maria, die wir ablesen können aus der Heiligen Schrift, sie können auch uns in unseren Alltag hineinbegleiten. Und wenn heute vielfach auch diese Kräuterweihe geschieht zu Maria Himmelfahrt, das heißt Kräuterbüscheln gesegnet werden, Heilkräuter, auch mit Blumen oder mit einigen Ehren, dann will das sagen, etwas Heilendes soll ausgehen, etwas Helfendes kann ausgehen, auch von uns, mit dem Blick auf Maria. Amen. Gilt all den Landsleuten unserer Heimat, weit über Berge, Meere und fremde Länder, wo und wann sie immer aufgestorben sind. Unser Gruß gilt jenen, denen heute noch da drüben der Wind der Heimat immer noch ein Lied singt, wenn auch unter zerborstenen Kreuzen und überwuchernden Steinen. Wir gedenken aller, die im Krieg und nach dem Krieg 1945 bei der Vertreibung aus ihrer Heimat wegen der Zugehörigkeit zu ihrem Volke ihr Leben lassen musste. Doch die Erinnerung überwächst kein Gras und stärker als Steine sind die Herzen. Tod ist nur, wer vergessen ist. Aber sie sind bei uns. Sie stehen in unseren Reihen und mahnen zum Frieden. Thank you.
darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Zunächst im Namen des Heimatkreises Znaim und aller Kreisratsmitglieder des Heimatkreises Znaim darf ich die herzlichen Grüße des Kreisrats Znaim überbringen. Heute sind eine ganze Zahl von Kreisratsmitgliedern hier. Ich freue mich, dass wir so stattlich beieinander sein können und danke allen für Ihr Kommen und grüße Sie alle, die Sie heute Vormittag hierher gekommen sind. Normalerweise überbringe ich immer auch die Grüße unseres Sprechers, aber die wird er heute selber überbringen. Und gleichzeitig denken wir heute auch an unseren Ehrenkreisbetreuer Rudi Bahr, von dem ich jedes Jahr auch die herzlichen Grüße überbringen konnte. Leider, Sie werden es mitbekommen haben, ist er dieses Frühjahr im Februar verstorben, kurz vor seinem 150. Geburtstag. Und ich denke, wir denken heute auch besonders an ihn. Der Kreisbetreuer, mein Vorgänger, glaube ich, und Initiator und Schaffer, nicht aber nur, aber auch Initiator dieses Heimatdenkmals, wie Sie ja unten lesen können, im Jahr 1980 erbaut und errichtet. Jahrzehnte bald gehen. Ich bin wohl dankbar, dass Sie jedes Jahr mit uns zusammen hier die Heilige Messe feiern. Ja, es wurde schon verschiedentlich angesprochen. Die Präsentation in Znaim am gestrigen Tag, am gestrigen Abend. Einige oder zahlreiche waren sicherlich dabei. Und ich glaube, es war eine sehr gute, wichtige Veranstaltung. Konnte ich ja gerade druckfrisch die Ausgabe des Znaim-Kreises mit den Vertreibungsberichten hier vorstellen. Und seit dem vergangenen Jahr haben wir die Ausgabe dann ins Tschechische übersetzt, die jetzt dann gerade im Juli fertig wurde. Und so konnten wir die tschechische Ausgabe, aber natürlich auch die deutsche, gestern in erster Linie der Znaimer Öffentlichkeit vorstellen. Und ich glaube, es war eine gute, gelungene, wichtige Veranstaltung auch und wie dort gesagt wurde, auch an die wir auch dann in den künftigen Jahren weiter anknüpfen, die gegenseitige Verständigung einfach voranzubringen. Wir hatten einen sehr schönen Rahmen in der Znaimer Beseda, dem Znaimer Vereinshaus am unteren Platz, ein sehr schöner Saal, gut gefüllt, wer nicht dabei war, fast überfüllt mit knapp 150 Personen. Da haben wir eine sehr schöne Veranstaltung gemacht und die tschechische Ausgabe ist auch sehr gut angenommen worden. Wir haben ca. 100 Bücher verkauft. Also wir sind froh und dankbar, dass die Aufnahme so gut erfolgt ist. Die übrigen werden wir hier lassen und die wird dann in der Znaimer Buchhandlung auch angeboten werden und zum Verkauf stehen für diejenigen, die Interesse daran haben. Die deutsche Ausgabe haben wir auch noch heute hier dabei. Wer sich noch dafür interessiert, kann dann gerne im Anschluss oder nachher beim vorherigen Winter auf uns zukommen. Wir haben auch noch ein paar deutsche Ausgaben dabei, also wer es noch nicht hat, ansonsten darf ich auch einmal, das wurde schon gesagt, die Grüße der jungen und mittleren Generation überbringen. Wir sind dieses Jahr wieder mit unserer offiziellen Wanderkulturwoche, heimatpolitische Woche, unterwegs diese Woche hier auf der Station in Znaim. Wir waren schon am Südberger Kirchtag in Niedersulz, gestern sind bei der Buchpräsentation hier. Und ich grüße alle Mitglieder und danke allen, dass Sie gekommen sind. In erster Linie auch die Adelheid Bender-Klein, die das alles organisiert hat. Vielen Dank auch dafür. Ich grüße auch von meiner Seite recht herzlich den Herrn Vizebürgermeister Binder,
nochmals und danke Ihnen. Wir kommen auch traditionell jedes Jahr an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass Sie wieder unter uns sind und darf auch Sie bitten, die herzlichen Grüße an Herrn Bürgermeister Niegel und an die ganze Gemeinde zu überbringen. Vielen Dank dann auch dafür. Und ein letzter Dank dem Organisator dieser Veranstaltung. Er hat sich ja nicht selber begrüßt, aber dann darf ich ihm da auch den herzlichen Dank überbringen. Hans-Günter Krech, vielen Dank für alles, für die Vorbereitung und Organisation. Wir sehen uns dann alle jetzt gleich im Anschluss beim Thüringen Winter in Unterretzbach. Wir sind froh, dass die Straße wieder geöffnet ist. Ich bin am Sonntagabend vorbeigefahren und da war noch abgesperrt. Da habe ich schon ein bisschen Sorge gehabt, aber es hat ja noch wunderbar geklappt. So können wir jetzt auf der Straße auch dann zum heurigen Winter kommen. Vielen Dank nochmals für das Kommen und dann darf ich gleich das Wort an Sie, Herr Binder, weitergeben. Vielen Dank. Geschätzte Mitglieder des Heimatkreises Leim, werte Anwesende, ich darf Ihnen vorerst die Grüße unserer Gemeinde überbringen. Grüße der Gemeinde Retzbach und unseres Gemeindes Niegel. Ja, der Berger hat es gerade gesagt, die Straße ist Gott sei Dank fertig. Es war eine unendliche Geschichte, ist der falsche Ausdruck, aber die Straße oder der Bau hat sich einigermaßen gezogen. Im Vorfeld hat es noch einige, meiner Meinung nach, unnötige Diskussionen gegeben. Voriges Jahr hätte die Straße dann eigentlich gemacht werden sollen. Allerdings, wir wissen alle, Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft und es war voriges Jahr nicht möglich, die nötigen Firmen aufzutreiben. Und daher hat dann die Straßenmeisterei Hollerbrunn und der Hofrat Taffert entschieden, dass erst heuer gebaut wird, nach Ostern. Die Zeit war knapp, es ist also nicht viel Zeit geblieben, aber es wurde uns versprochen, dass es funktioniert und es hat funktioniert. Sie wurde am Montag dem Verkehr freigegeben und damit haben wir jetzt wieder eine schöne neue Straße, die man sicher und bequem fahren kann. Viele von Ihnen werden die Weinschenke am Heiligen Stein kennen und wer sie nicht kennt, sollte dorthin fahren. Ich kann sie nur empfehlen, ein wunderschöner Platz, am Wochenende geöffnet. Und wenn ich da oben stehe und in die Landschaft hinunterschaue, die österreichische Seite, die tschechische Seite oder auch südmährische Seite, dann springt die Grenze eigentlich irrsinnig ins Auge, bedingt durch die Strukturierung. Auf der österreichischen Seite kleinflächig strukturiert, auf der tschechischen Seite natürlich große Fläche. Aber das war es dann auch schon mit der Grenze. Die gleiche Landschaft, die gleiche Vegetation, die gleichen Häuser, die gleichen Kirchen. Und ich frage mich eigentlich, warum es da Grenzen geben sollte oder geben müsste. Und wenn ich dann höre, dass gestern diese sehr gute Veranstaltung war oder auch diese Veranstaltung hier, dann denke ich, dass solche Dinge einen sehr großen Beitrag leisten. Einerseits, um nicht zu vergessen, was passiert ist, andererseits, um daraus die Lehre zu ziehen, dass eben das kompromisslose Hochziehen von Grenzen und egoistischer Nationalismus eigentlich ins Nirgendwo führen und dass im Endeffekt alle Beteiligten darunter nur leiden. Und so hoffe ich, und ich glaube, es wird auch so sein, dass sich hier immer das weiter noch entwickelt, dass diese Grenze doch verschwindet. Vielleicht gelingt es uns auch im Laufe der Zeit, die sprachliche Barriere, die für mich persönlich eigentlich das größte Hindernis ist, dass man diese Barriere vielleicht auch einmal überwindet. Ja, und zum Abschluss darf ich noch sagen, die Gemeinde Retzbach hat das Zollhaus in Mittelretzbach gekauft. Es war voriges Jahr bereits. Es war auch die Landesausstellung Retz-Leim hat auch eine Rolle gespielt, weil wir natürlich auch als Gemeinde Retzbach unseren Beitrag leisten wollten. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Landesausstellung in eine andere Region in Niederösterreich geht. Aber wir werden dieses Zollhaus natürlich nützen. Wir haben auch im Vertrag drinnen stehen, dass wir es in den nächsten 10 Jahren überwiegend öffentlich nützen müssen. Das heißt also Museen, Veranstaltungen und solche Dinge. Und wir sind da gerade dabei, Konzepte zu entwickeln. Wir sind mit verschiedenen Leuten im Gespräch begonnen, was ich mit Peter Turiner, der sich auch Gedanken macht über Museum Niederösterreich, Liederregion und so weiter. Wir werden sehen, was sich da entwickelt und
Und ich darf jetzt schon den Wunsch aussprechen und die Bitte deponieren, dass auch von Ihrer Seite eine entsprechende Unterstützung kommt, wenn ein Projekt verwirklicht wird, das auch in Ihrem Interesse liegt und das auch hier wieder beitragen wird, dass diese unzählige Zeit für Vergessenheit gerät oder vielleicht nicht ganz in Vergessenheit gerät, aber doch auch wieder einen Beitrag leistet, dass man daraus die Lehren zieht, dass es nicht wieder so sein sollte. In diesem Sinne, danke fürs Kommen. Einige schöne Tage bei uns in unserer Gegend, in unserer Gemeinde. Und ich freue mich, wenn ich Sie in Gesundheit nächstes Jahr wieder begrüßen darf. Dankeschön. Herr Vizebürgermeister, herzlichen Dank für Ihre Worte. Aber Sie brauchen. Liebe Landsleute, grüß dein Gott. Den ehrengesten Prälaten allen herzliche Begrüßung und allen Genannten auch von mir. Was in dem Buch steht. Die sowieso. Die, die im Buch schlimm verewigt wurden. Die auch, aber die haben wir jetzt publiziert. Und die haben wir jahrzehntelang reklamiert. Reklamiert, auch ich muss gestehen, oftmals sehr hart. Dann ist der Ton weicher geworden, weil er nichts gefruchtet hat. Aber der Gedanke, den ich euch heute kurz als meinen Beitrag sagen will, ist: erstens, 1980, ich stand auch hier. Jahre jünger. 28 Jahre jünger, aber 38, kann ich schon rechnen, rechne gerade mal. 38 Jahre jünger, oh Gott, bin ich das. Und Rudolf Hahn, der vorher genannt wurde, er war dabei und wir haben sehr viel, ich auch, und neu unterstützend mitgewirkt. Und deshalb will ich der Mütter, die hier dargestellt wird, mit den Kindern, richtig treffen für das Marienfest. Vorher nicht geplant, gedacht, aber es passt. Ich will der Mütter und der Väter gedenken, Fabrikhöfe zu fegen hatten, die die Gullis ausräumten, die die Drecksarbeit machten. Mütter, die für ihre Kinder ihr Letztes gaben. Daran will ich erinnern. Und ich erinnere euch, die Einzelnen, dran. Denkt einmal an eure Mütter, Großmütter und Väter. Was hat zu erleiden. Lichtung haben wir geheißen. Und ich höre es heute noch. Und das ist nur, um euch aufzurütteln, wieder zurückzudenken und nicht jene, die uns so nannten, anzuklagen. Wir haben ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein macht uns zu dem, dass wir fähig sind, im ganzen Volk noch eine Spezies
zu sein, eine kleine Kulturgemeinschaft zu sein, der wir das leben, worauf wir immer stolz waren. Die Mütter, die Kinder unter dem Mantel und seinerzeit das Bedürfnis, uns ein Stück in die Höhe zu begeben und hinüberzuschauen nach Znaim und in die Heimat. Das ist meine Botschaft für euch. Die Botschaft, woher wir kommen, uns zu erinnern und nicht nur zu sagen, die kommen halt da. Nein, verschwendet oder verwendet. Ein Winterzeit daran, auch nachher beim Winter. Und ich nachher, wenn ich zurückfahre, ich will diesen, meiner Mutter und den anderen, meinem Großvater, den sie was gehängt hat, allen einen Gedanken bieten. Das ist mein Dank, meine Erinnerung, eine Aufforderung an euch. Und das heute in Bausteinen umzusetzen, aber immer noch die Vergangenheit leben und erleben zu lassen. Herr Vizebürgermeister, das war eine Zeit hier, ja, zu der Gemeinde und allen Gemeinden in Österreich und in Deutschland, denen wir da treten, allen, die uns Partnerschaft gegeben haben, die uns Heimat gegeben haben, die uns einen Platz gegeben haben und ein Denkmal haben erstellen lassen.